Hey Kinder und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Ich bin unterwegs, Sir David. Nice. Ah, das Waffenmesser ist direkt wieder dabei. Was will die denn hier? Was soll her? Oh, nice. Stopp. Boah! Alter, wird das mal nicht brutal ist, ey. Das erinnert mich aber echt daran, hier, also an Batman aus einem Grund, weil. Batman, die neue Trilogie. Ist hier einfach mal. Hallo, Jungs. Dreimal so brutal wie die letzte. Oh nein, geil. Und nochmal. Zack. Kann ich hier auch abspringen? Oha. Illegale Passagiere sind auch hier mit an Bord. Na, die ist hier aufgetaucht wie Falschgeld, oder? Ich wette 5 Schilling, dass sie nicht zufrieden ist. Dann sieht es wohl aus. Oh, hat mich wohl einer gesehen von den beiden. Sie wird nachlässig. Ich breche dir in 2 Hälften. Ja, ich glaube nicht, dass du irgendwelche Chancen hast. Na, ich doch. Ah, noch ein bisschen Geld abziehen. Oh, da ist doch bestimmt was drin. Ja, an der Leiche ist auch was drin. Aber das hier. Hallo, das da. Ah, 25 sogar. Gehen wir mal weiter nach vorne, wa? Riecht, als hätte Jacob gekocht. Nein. Ah, dann koppeln wir mal ab. Was beschäftigt euch, während ich ins Labor schleiche? Da war noch einer. Ich habe alle getötet, Mann. Wie kann denn da noch einer überleben? Oha. Folgt mir die Schienen entlang. Du bleibst hier. Pass gut auf. Alles klar. Ich rufe, falls es Ärger gibt. Na super. Erstmal einen Überblick verschaffen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wie konnte sich das lösen? Nicht dein Problem. Hol einfach die Ladung. Okay. Also die meisten hauen ab. Dann bleibt er hier zum Glück nur noch der hier und der da. Ist das? Ich glaube, da komme ich in sein Sichtfeld rein, wenn ich das mache. Ja. So, wenn ich
ich den jetzt noch töte, dann ist es deutlich einfacher. Okay, so, jetzt gehen wir noch da hoch. Das ist also einer von denen. Okay. Ich brauche noch etwa 2 Wochen mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hatten mehr als genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir erwartet, wie ein dressierter Hund zu arbeiten. Darf ich Sie an Ihre Verpflichtung gegenüber dem Orden erinnern? Miss Thorn, reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David, ich komme morgen wieder. Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule. Denn dann warten die Wölfe. Guten Tag. Mir wurde nur ein kleiner Werksrundgang versprochen, my lords. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Unterzieht den Mann einem Verhör. Dann bringt ihn zu mir ins Labor. Er hat für Green. Eine Schande. Aber nur nicht von der Mission abweichen. Okay. Sie hören sich wieder aus einer Das war wahrscheinlich nur Atmen. Dicke und Löcher, ja. Der Vorwurf. Okay. Aha. Mit einem hängenden Fasstöten. Okay. Zug nicht bergen, kürzt uns Mr. Starrick den Lohn. Sie werden sie schon holen. Guck dir's mal an. Da hinten, die sind wieder da. Naja. Mhm. Das Coole ist. Oh, weißt du, die ganze Zeit bewegst du dich nicht, ja? Naja. Mann, neu. Dann bewegt er sich mal. So, den hatten wir ja auch noch gesehen. Ah. Normalerweise müsstest du ja dann gucken gehen, ne? Ja. Das war der Plan. Da in der Zeit schleichen wir zu dir. So. Ganz easy. Komm, einer von euch dreien wird ja wohl Wurfmesser dabei haben, oder? Ja. Du. So. Wir suchen uns am besten wieder eine erhöhte Position. Da ist noch einer. Müssen wir aber zur anderen Seite wieder. So. Besten. Hier hoch. Schafft sie hier weg! Und. Noch nicht so ganz. Also von der Seite sollte man nicht machen, man sollte wirklich ein bisschen von hinten die Leute überraschen. So, hier mal hoch. Irgendwas muss doch hier oben sein. Ansonsten würde sich das doch gar nicht so anbieten, oder? Okay. Aha, aha. Hier ist weit und breit irgendwie niemand. Gehen wir mal ein Stockwerk hoch. Wie sieht's hier aus? Hier ist auch niemand. Au, aber eine Kiste.
Rauchbomben voll. Okay. Also, wir haben auch Rauchbomben. Oh, nice. Warte mal. Da kann man auch noch hoch, ne? Ja, jetzt sind wir hier auf dem Gebäude, ne? Adlerauge. Oh, da sind viele. Oha, der hat mich entdeckt. Alter. Was ist mit denen kaputt? Ey, die sind ja richtig schnell. Ich mach das nicht, um durch ganz London zu rennen. Ja, Moment, aber... Keine Bewegung. Okay. Ja, dann haben wir dich auch erledigt. Haben wir hier noch irgendwo Fässer? Ah, da haben wir noch, da müssen wir hinkommen. Dann haben wir die Nebenmission nämlich noch erfüllt. Okay. Also unten, die stehen scheiße, weil die sich gegenseitig decken. Der rechts und der in der Mitte... Die stehen nämlich wirklich genauso, dass sie sich gegenseitig decken können. Okay, dann machen wir mal. Oha! Eindringling! Zum Teufel, dann los! Okay. Jetzt warten wir eigentlich nur auf den hier. Du läufst zur Patrouille! Und da läufst du doch sowieso hier lang. Oder? Nee, anscheinend nicht. Nur beim nächsten Mal nach vorne drehen. Gehörst du mir! Okay. Aha, da hinten müssen wir wahrscheinlich auch noch hin. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal. Wir müssen nämlich erst da noch hin, die optionale Missionsziel zu erfüllen. Ich bin fast da. Das von hier aus. Perfekt. Ja. Ja, dann können wir im Grunde hier gucken, hat einer von denen noch was? Der nicht. Oh, warte mal, den da hinten schnappen wir uns mal gerade. Vielleicht hat der ja was Schönes für mich. Und Action! Alle keine Wurfmesser, was ist mit denen los? Ist ja nice. Upp, upp, upp. Alter. Ich höre es hier irgendwo bimpern. Oh. Ah, hier. Totaler Zufall, was man hier so alles findet. Ah, meine Messer sind wieder voll. Das ist toll. Ach, guck mal an. Das ist sogar ein Zugang. Wir sind zwar ganz unten, aber naja. Wir wollen uns mal nicht beschweren.
Okay. Beschissene Position. Du hast nur Bruce das Laboratorium. Nach allem, was wir wissen, müsste es doch hier sein. Also ehrlich, mein Hund darf ein Mann nicht in den Kreisen spazieren. Wie konntest du in das Labor einbrechen? Der Eingang ist versteckt. Ein geheimes Laboratorium. Sieh mal an, vielleicht kann ich doch bei diesem Fall behilflich sein. Okay. Können wir wirklich. Dein Ohr kommt als nächstes dran, wenn du nicht antwortest. Wer schickt dich? Ich selbst, mein Lord. Meine Füße sind nicht. Lass mich seine Finger in die Mangel nehmen. So. Ach, guck mal, da sind zwei. Nein, nicht so. Na, den kriegen wir ja wohl easy. Okay. So gehen wir da hoch, ja. Oder kann man hier auch. Oh! Guck mal, hier ist noch einer. Schnappen wir uns gerade. Na komm, das Plündern dauert ja nicht so lang. Auch wenn sie immer nur Klicker betreten. Ah, da ist wieder eine Kiste. Oh, wir kommen hier von Kiste zu Kiste. Nochmal die Treppe. Hier war auch eine. Was siehst du? Wichtige Treppen sind immer auf beiden Seiten des Gebäudes zu finden. So gehört sich das. Hier ist das Office. Und zwei, eine Rauchbombe ausrüsten. Und auf F. Okay. Hey, ich darf nicht mal die Leichen plündern, ja? Aufrichtigen Dank. Ich wollte mich gerade selbst befreien, als, wer hätte es gedacht, Sie mich retteten. Wo ist das geheime Labor? Binden Sie mich los, dann können wir plaudern, Milady. Mir fehlt die Zeit. Sagen Sie es mir. Im Untergrund. Man braucht einen Schlüssel. Eine der Wachen hat meinen, der Lauser. Danke. Und das Losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Keine Sorge, Milady. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkuszeit in petto. Prima. Eck weiß, wie er verschwunden ist. Toll, jetzt sind nur noch die Hüte da. Nur einer der Wachen hat also... Schlüssel. Ach, guck mal, hier können wir auch wieder raus. Da möchte ich dich haben. Naja, hier hinten haben wir ja schon im Grunde alles geklärt. Das heißt, hier wird nur die eine Wache sein. Schlüssel in der Tasche oder Miss Thorne wird dir die Hölle heiß machen. Lass uns mal nach unten gehen. Ich würde das Artefakt so gerne sehen. Nicht, wenn du am Leben hängst. Okay, hier ist weit breit keiner. Und? Zack. Oh, warte mal, ich habe ja eine Rauchbombe benutzt. Ich könnte mich hier in die Passage schleichen. Das ist es nicht wert. Nö, das ist es wirklich nicht wert. Hab ihn. Ich töte dich trotzdem. Gut.
Na, was haben wir denn hier? Aber hier geht's ja auch weiter. Ja, auch nice. Du solltest nicht so aus dem Fenster gucken, wenn jemand hinter dir steht. Und hier ist wieder eine Kiste. Ey, durch welchen Zufall ich die ganzen Kisten hier wische, das ist ja geil. So, Rauchbomben haben wir wieder voll, das ist schön. Oh. Wie können wir das Ganze umgehen? Die hat ja nichts zu suchen. Oha. Das war kurz vor knapp. Ich glaube, wenn wir da oben umgurken, dann können wir hier von Dach zu Dach, können wir den meisten entgehen. Okay. So. Ja. So. Oder doch nicht. Das ist wirklich noch eine Dach-zu-Dach-Aktion. Aber das ist eine Kette. Können wir doch. Hätte ich den Schlüssel, würde ich sicher die Klappe halten. Ja, so geht's ja auch, ne? Da ist ein großer Platz. Ach, komm, springen wir mal rein. Was soll's? Guck mal an. Das scheint ein Weg rein zu sein. Was macht Sir David eigentlich da drin? Ich weiß nicht und ich will nicht fragen. Ah, okay. Wow, komm, 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 komm. Und nice, nice. So, komm, den erwischen wir jetzt auch noch. Und zwar. Jetzt. So, den erwischt. Dann die faule Wache hier. Oh, nice. Wie easy das läuft halt, ne? Und da ist noch eine Kiste für uns. Ja. Dann. Wir sind doch schon drin. Ah, ist egal. Wo ist denn hier? Oh, oh. Warte mal, gehen wir mal von hier dran. So. Jetzt haben wir. Oh, da ist noch einer. Hast du etwa Schiss oder siehst du immer aus wie ein gerupftes Huhn? Nimm die Fäuste hoch und kämpfe wie ein Mann. Halt's Maul und nimm sie endlich hoch. Ganz schön dreckig die Fenster, muss man sagen, ne? Du gehst mit leeren Händen ein. Da oben ist auch noch ein Eingang. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Wir sind jetzt zum Eingang hingelaufen. Wir müssen im Grunde in die genau entgegengesetzte Richtung. Ja, das sieht schon vielversprechend aus, weil hier nämlich endet es. Wie kriegen wir den denn abgelenkt, ey? Also, meine Ohren werden mich nicht täuschen. Doch, doch. Okay. So, was ist das hier? Ist der ja der Eingang zu. Soll ich warten an der Tür? Sieht ein bisschen düster aus, ey. Danger. Boah, komm. Mit dem Fahrstuhl fahren ist immer sehr unauffällig. Hey, Level up und 3 Fähigkeitspunkte.
Ja, machst eine Erinnerung. Pro 100. 1000. Ja, irgendwie. Okay. Ökosystem. Okay, haben wir die durch die Rücken nicht gesehen werden. Oh. Das ist schon ein Besitz, oder? So, was haben wir hier? Okay. Ach, und jetzt haben wir noch andere, ja? Was ist das? Ah, irgendwann ziehen wir ja nicht mehr. Rand des Todes, okay, das wird. Das holen wir. Schlösser knacken. Ich hasse das, verschlossene Truhen zu sein. Okay. Das hilft mir. Was ist das? Okay. Das ist alles nur wie für Ivy. Wie? Ja, ne? Nur wenig Lärm. Ja, also es empfiehlt sich, Ivy wirklich darauf auszubilden. Also machen wir das im Grunde. Oh, wir sind sneaky sneaky und werden jetzt natürlich sofort unsere Fähigkeit benutzen. Da die Fähigkeit Ronny, nämlich hat auch. Nicht Zeit bis morgen. Nein, hat das nicht. Die Männer sind nie. Don't where I would hide if I were. Na ja, dir passiert doch gar nicht. Na, die zwei wollen wir gar nicht behelligen. Da hinten ist aber etwas, was für uns wichtig ist. Und. Nein! Was bist du denn? Na, da ist noch eine Truhe. Boah, das sieht richtig ekelhaft aus, ne? Geil. Ah, dann auf die. Okay. Früher gab es so einen Mechanismus, um Wurfmesser zu schießen. Machen wir es auf die altmodische Art und Weise. Ja, gut. Jetzt waren wir halt mal drin, ne? Sorgt für Erfrischung. Set David aufspüren. Wo ist er denn? Oh Mann, ey, da sind ja schon so ein paar. Von denen. Da ist Sir David. Und hier ist irgendwo eine Kiste. Ah, direkt unter mir. Der Edensplitter. Erhöhen Sie die Stromstärke. Aber dann würde es instabil, Sir. Sie haben Methorn gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort. Wird es vollständig transparent. Dieses Wipernerven. Ich sollte das Artefakt irgendwo beschlagen haben. Also wenn ich das sagen darf, das wäre eine ausgesprochen schlechte Idee.
Das ist Gottes Apfel, nicht Ihrer. Ich würde ihn öffentlich ausstellen. Darwin wäre erledigt. Verdammt in Schande auf die Galapagos-Inseln. Soll er verraten mit seinen Finken. Lucy Thorne würde sich ihren Kopf holen und Mr. Starrick den Rest. Wissen Sie, Reynolds, vielleicht ist es das Risiko wert. Sir David, das kann ich dir ernst. Hier war doch irgendwo die Kiste. Da. Das war doch nur ein Scherz. Darwin bleibt nichts als eine verblasste Erinnerung. Diese Methode, die hat was. Wie eine Kanne saurer Milch, aber Na, wir gehen erstmal hier dahin. Töten den hier mal. Wir müssen versuchen, von oben an den Rand zu kommen. Okay. So, den haben wir. Den haben wir. Die Stromstärke etwas erhöhen. Das reicht. Noch weiter erhöhen. Notieren Sie die Farbe. So, der kommt zurück, dann können wir den eliminieren. Passen Sie gut auf! Oh, okay, der kommt nicht ganz zurück. Sieht er das Weib da? Das ist es! Jetzt haben wir endlich etwas gefunden! Wie kommen wir denn höher? Notieren Sie bitte auch die Veränderung der Helligkeit! Kann ich hier hoch? Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starrick nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Ebensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Die macht das jetzt auch mit dem Tuch, pass auf. Sag ich doch. Aha, oha, das hört sich nicht gut an. Sofort raus! Oha! 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 Gehen wir mal darüber. Putz! Oder? Das liegt so. Aua! Ja, komm schon, schneller! Da haben wir ja Schwein gehabt. Das war reichlich knapp. Ich brauche einen Ausgang. Hier ist einer. Jetzt muss ich gerade an Tomb Raider denken, ey. Da wird ja auch andauernd so rumgekraxelt in so engen Nischen und so weiter. Man muss ja sagen, der erste, der war bis zu dem Augenblick, wo man dann angefangen hat, viel zu schießen und so weiter, ne? War das sehr... sehr spannend immer. Die Kiste ist nicht zum Öffnen, die wird, klettert nämlich gerade automatisch raus. Ah, okay. Da war ich wohl ein Millimeter zu weit rechts. Achso, ich muss hier rechts. Ah, ja, okay. Was den Trümmern entkommen? Ja. Mir gelungen.
Sehr schön. Sparsamer Umhang. Umhang. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ deinen Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London, wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater, du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry, vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja. Los. Auf nach London. Schönes Intro. Also schöne Intro-Mission auch. Ich weiß. Das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm, Isabel. Was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg, Agent da Costa. Kümmern Sie sich um sie. Bewegung! Fangt sie ein! Tja, das war wohl nichts mit dem Festnehmen, ja? Ich muss nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen.